Yo, schön, dass du eingeschaltet hast und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Rottenmann und das ist Fallout 4. Mein erstes Video auf diesem Kanal und ich bin so gespannt auf dieses Spiel, wirklich. Ich habe jetzt schon echt lange drauf gewartet. Ich freue mich mega, da endlich reinzuschauen. Es ist jetzt noch nichts optimiert. Ich habe das Spiel jetzt gestartet und gut ist. Neuer Kanal, neuer YouTuber, neues Game und gleich so ein Mammo-Projekt. Kann das gut gehen? Ich habe keine Ahnung, ist mir scheißegal. Ich habe einfach Bock auf das Game. Und wenn ihr Bock habt, dann bleibt da dran. Ich starte jetzt direkt ein neues Spiel. Und ich bin schon echt ein bisschen geil. Ich krieg jetzt schon bei diesem Ladebildschirm. Gedanken. Ich bin so excited. Ja, wow. Fallout 3 habe ich gezockt. Fallout New Vegas habe ich auch gezockt. Langjähriger Bethesda-Games-Spieler. Ich denke, ich bin so kleiner Roleplay-Suchti. Das Game soll ich durchbekommen. Auf einem guten Weg. Aber jetzt Schnauze halten. Intro. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Ururgroßvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt. Fusionsgetriebene Autos. Tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Und die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich. Meine Frau. Und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Krieg bleibt immer gleich. Du wirst es ihnen heute in der Veteranenhalle zeigen, Schatz. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. So, da sind wir nach dem Intro. Cool, im Charaktereditor. Wie mache ich was? Ich kann schon mal auf jeden Fall eine Runde Headbang. Yeah! Geil. So ein geiler Ex-Knacki. Sexy. Oh, an wen erinnert der mich? Der erinnert mich an jemanden. Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall aus wie so ein... Keine Ahnung, wie so eine Kackwurst. So, der mit einer Brille und einer Glatze sehr aus wie Vince Masuka aus Dexter. Oh, shit. Sieht aber geil aus. Kann man machen. War aber gar nicht das, was ich wollte.
Sorry, Bruder. Oh ja, wie... Oh. Ja, oh, geschwungen. Das ist auch ganz sexy. Mensch. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. Oh! Oh! Wie geil! Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Nein, das ist kacke. Doch, den muss ich haben. Du hast so ausgeprägte Wangenknochen. Den will ich haben. Nicht ganz so krass, aber den will ich haben. Hallo! Lass mir doch meinen Leberfleck. Fertig. Enter. Ja. Ist ganz cool, denke ich. Oh, sind wir breit. Oh, hier sind unser Badezimmer. Herzlich willkommen im Badezimmer. Hier die neue Duschkabine 3000. Oh, bloß ich muss mich nicht zweimal anziehen. Nö, das ist korrekt. Oh, es ist schon echt verdammt hübsch. Also, für ein Bethesda-Game ist es echt verdammt hübsch. Flagge. Die guten alten USA. Ja, da sagst du was. Radio aktivieren. Nein, Musik! Hey! Wir sollten die Urlaubsbilder endlich mal entwickeln lassen. Ja, korrekt. Gut. Geil, Haus. Boah! Cotsworth? Ob es sich lohnt zu kotzen? Ach komm, gib Kaffee. Lecker. Frischer Kaffee, Roboter-Kaffee. Ist wahrscheinlich... Oh scheiße, das war bestimmt irgendwie sein Betriebsöl oder so. Ja, ne. Nee. Spaß. Grognack. Comic. Grognack, der Barbar im Dschungel der Fledermausbabys. Meine Lieblingsausgabe. Alter, jetzt will ich die auch lesen. Ah, das klingt nach einem Stinker. Ich sehe mal nach... Das Baby schreit? Ich hatte ja am Anfang meine Zweifel, aber Cotsworth kommt wirklich super mit Sean zurecht. Das stimmt, viel besser als ich. So. Und nun? Soll ich den da alleine lassen? Was ist jetzt meine Aufgabe hier? Ich gehe nochmal hier jetzt aber wirklich ins Badezimmer. Moment, da komme ich ja her. Vollidiot. Was ist hier denn? Oh, Mr. Handy. In dieser blöden Verpackung warst du drin? Würde mich ja richtig ankotzen, Alter. Was kann ich hier machen? Kann ich gerade was machen? Das soll Cotsworth erledigen. Cotsworth! Ein weiteres großartiges Produkt von General Atomics International. Kannst du aufmachen? Wahrscheinlich der Vertreter. Nee. Nein, mach du doch! Ey, Nora! Wieso auch hier die Hausfrau? Jetzt muss ich mich mit dem blöden Kasper da. Moin, was gibbet? Ja, kein Interesse. Was Sie auch verkaufen. Ich will es nicht. Oh, keine Sorge, Sir, keine Sorge. Ich will nichts verkaufen. Nicht? Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Was ist denn so Eile? Wichtig? Es geht um nichts weniger als um Ihre Zukunft. Es ist Ihnen vielleicht noch nicht aufgefallen, aber dieses Land ist gerade dabei, vor die Hunde zu gehen. Entschuldigen Sie bitte den Ausdruck, aber der große Knall ist unvermeidlich, fürchte ich. Und er kommt früher, als Sie vielleicht denken, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben, also werde ich mich kurz fassen. Zeit ist ja heutzutage äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Vault 111. Ich kann die Euphorie in seiner Stimme förmlich in meinen Knochen spüren. Ich finde das eigentlich nice. Klingt gut. Oh, das ist es, glauben Sie mir.
Nun, Sie haben bereits Zugangserlaubnis für den Fall einer unerwarteten, totalen nuklearen Vernichtung. Ich muss nur noch ein paar Informationen überprüfen, mehr nicht. Na komm. Das Ende der Welt? Na endlich! Das ist die richtige okay. Einstellung. Nun, also dann. Oh, ah, cool. Süß. Stärke, ich mache mal 3 Wahrnehmung. Wahrnehmung ist das Bewusstsein für deine Umgebung und dein 6. Sinn. Sie bestimmt die Waffenpräzision in Vats. Das werde ich oft nutzen. Ich denke, 5 ist ganz gut. Ausdauer steht für deine physische Fitness. Der Wert bestimmt deine Gesundheit und wie stark das Sprinten deine Aktionspunkte verbraucht. Ah, machen wir gleich 5. Charisma. Fähigkeit, andere zu überzeugen, verführen, ist bestimmt eine Überredungskunst und verbessert Preise beim Handeln. Ja, ich denke, mein Charakter werde ich darauf aufbauen und ich bin sehr charismatisch hier, ne? Das, der gute, unser Namenloser ist ein charismatischer. Intelligenz. Beschreib den geistigen Fähigkeiten. Der Wert bestimmt, wie viele Erfahrungspunkte du erhältst. Ja, irgendwie sowas. Ja. Beweglichkeit. Ich glaube, ich mach mal so. Reaktionszeit geschickt. Der Wert bestimmt, wie viele Aktionspunkte du hast und wie gut du schleichen kannst. Ja, Glück. So vielleicht. Ne, ich habe mich gerade anders entschieden. Ausdauer brauche ich nicht. Ich packe alles in Stärke. Spaß. Ja, doch, kommt so hin. Ich heiße. Franz Walter. Broske. Sowas in der Art. Ja, muss reichen. Zack. Und annehmen. Wunderbar, das war alles. Ich bring das jetzt nur noch zum Vault. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft. Danke, hey. Nochmal. Hey, dann können wir ruhig schlafen. Ach. Okay, 2077 gehen die Tür noch alleine zu. Kein Preis zu hoch. Geil. Gute Antwort. Ich habe meine Momente. Kann ich noch. Halt die Fresse jetzt! Was ist. Ja, schön. Ich glaube, er braucht diese väterliche Zuwendung, die sie so beherrschen. Du hast kurz was. Ich will Auto fahren. Nein! Mann! Immer muss. Sir, wenn ich das anmerken darf, Sean braucht ihre Zuwendung. Ja, ich hab's verstanden. Was haben wir denn hier im Kühlschrank? Erstmal was trinken. Nuka-Cola, jawohl. Nuka-Cola, eiskalt. Milch? Oh, die Milch wurde geliefert. Und hier? Saddle Up Salisbury Steak. Ausgezeichnete Qualität. Geil. Kann ich noch irgendwie. Noch einen Kaffee? Nee? Zuckerbomben. Warum schmeißen wir nicht anstatt die Atombomben die Zuckerbomben? Dann sterben alle an so einem Zuckerschock. Wäre auch geil. Oder alle werden fett und. Egal. Schön. Na gut. Wieso liegst du denn auf dem Boden, Mr. Teddybär? Und anstatt ihn aufzuheben, lässt du ihn liegen. Alles klar. Hallo, Sean. Den wichtigsten Männern in meinem Leben. Dreh das Mobile ein bisschen. Das mag er. Das ist schon ein bisschen süß. Wie bist du hierher gekommen? Also von da ist klar, du bist da lang gelaufen und dann warst du hier. Du bist mir zu leise. Vibe. Hey, wie geht's meinem Kleinen? Besser, oder? Nach dem Frühstück könnten wir ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben. Oh, guck mal hier, mein Bart guckt da so. Ey! Ey! Boah, Alter, ich hab voll die Cam. Scheiße. Egal. Fernsehen. Yo, das klingt nach mir. Die World Series im Fernsehen verpassen? Auf keinen Fall. Sir, Ma'am, das sollten Sie sich mal ansehen. Cordsworth, was ist los? Ich glaube,
Vielleicht hat er ja ins Wohnzimmer gekotzt. Ja, gefolgt von Blitzen, grellen Blitzen, Explosionsgeräusche. Wir warten auf Bestätigung. Mhm. Der Kontakt zu unserem Partnersender scheint abgebrochen zu sein. Oh. Wir haben. Es kommen bestätigte Berichte. Ich wiederhole: bestätigte Berichte über Atomexplosionen in New York und Pennsylvania. Mein Gott. Oh, wir müssen zum Vault. Sofort. Ich hab schon. Jetzt zum Vault? Okay, let's go. Freiheit. Naja, noch nicht. Wollen wir nicht mit dem Auto fahren? Oder nicht? Komm, Nora, schnell jetzt. Boah, geile Karre. Ja, genau, halt die Fresse. Besser ist. Okay. Wer ist er denn? Ich muss aber ein bisschen noch was an der Performance machen. Also ganz ruckelfrei ist es noch nicht. Also läuft zumindest nicht mit 60 FPS. Egal. Ich kann Fallout spielen. Voll geil. So. Hey, das ist doch hier unser der jetzt gerade angedreht hat. Genau, der Voltag. Spinner. So, ich dränge mich mal vor. Hallo, darf ich mal? Danke. Wir stehen auf der Liste. Kind, männlicher Erwachsener, weiblicher Erwachsener. Okay, danke. Viel Glück, Ma'am. So einfach ist das? Perfekt. Sie beide, folgen Sie mir. Was wird aus all den Leuten vor dem Tor? Wir tun, was wir können. Gehen Sie jetzt bitte weiter. Ich laufe mal vor, ne? Muss ich zufällig hier lang? In die Mitte. Ja, hätte ich bedenken können. Oh, was ist da denn? Darf ich da rein? Ja, okay. Sir, wir müssen Sie runter in den Wurm schicken. Klar. Schnell. Sie bitte auf die Plattform. Fast geschafft. Es wird alles gut. Ich liebe richtig. Euch beide. Wir lieben dich auch. Oh mein Gott! Heilige Scheiße. Festhalten! Geht das nicht schneller? Oh Gott. Schneller. Schneller. Oh Gott. Hui. Knappe Sache. War das ein Schuss? Hat sich jemand gerade geschossen? Wäre echt ziemlich kacke. Wir haben es geschafft. Alles wird gut. Verlassen Sie bitte den Aufzug und gehen Sie ruhig über die Treppe nach oben. Keine Sorge. Wir bringen Sie alle in ihrem neuen Zuhause unter. Mhm. Jo. Ich gehe mal vor. Zukunft. Wow. Sieht schon fett aus. Ja, die Treppe hinauf. Ich bin doch schon oben. Männlich. Weiblich mit Kind. Kann ich da durch? Gehen Sie zum Tisch, nehmen Sie oh ja, sich cool. An. Jo. Wird gemacht. Danke. Habe ich eigentlich schon... jetzt? Ich habe noch kein Pimpulver. Hier entlang. Er zeigt Ihnen, wo es hingeht. Also, Sie drei, folgen Sie mir. Oh, du hast einen Pip-Boy. Siehst du? Das ist unser neues Zuhause. Hier wird es Ihnen gefallen. Eine unserer fortschrittlichsten Einrichtungen. Die anderen sind natürlich auch großartig. Ja, natürlich, ohne Zweifel. Sir, alles, was ja. Wir meine Eltern sind also. Unten in DC. Wie lange Donald nicht. Wohl hier unten sein? Das gehen wir bei der Einweisung weiß, durch. Zuerst noch ein paar medizinische Vorkehrungen. Passt prima, oder? Ich streiche alle die von der Liste, die hier reinkommen. Nicht nur bequem ist, sondern auch gut aussieht. Bereit für die Zukunft, oder? Genau. So, was machen wir hier? Treten Sie hinein und ziehen Sie den Anzug an. Alles klar. Ich ändere mal kurz die Reihenfolge, das macht nichts. Es folgt eine Entseuchung und Dekomprimierung, bevor es tiefer in den Vault geht. Entspannen Sie sich. Zeit für ein ganz liebes Leben. Bewohner sicher. Lebenszeichen normal. Vorgang. Geschlossen.
Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube nicht, dass das hier so eine normale Dekontamination ist, oder? Dafür ist mir das eindeutig zu viel Eis. Was passiert? Scheinbar lebe ich noch. Das ist gut. Jetzt schon zu verrecken, wäre echt nubig. Werde ich aufgetaut? Wie so ein Hähnchen aus der Tiefkühltruhe? Oh Gott, wer ist das? Oh oh. Alter! Was zur Hölle? Jo. Spiel geht noch nicht mal los. Ich verliere meine Frau. Geil, und wie komme ich jetzt da raus? Ach so. Zweimal nett klopfen und dann macht der liebe Herr Onkel Doktor die Tür auf, oder? Okay. Wie lange war ich da drin? Zeitreise für Anfänger. Verlasse Vault 111. Ja, aber bevor wir das tun, mache ich hier jetzt einmal einen kleinen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen der ersten Folge auf meinem Kanal und der ersten Folge Fallout 4, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, bleibt weiterhin dran und schaut auch in Zukunft auf meinem Kanal wieder vorbei. Bis dahin, ciao!